Liebe Schwestern und Brüder, wenn man eine passende Lesung zum heutigen Gedenktag des Pfarrers von Ars suchen müsste, dann wäre die, die wir heute gehört haben, wirklich passend, obwohl es ein Zufall ist, dass diese Tageslesung vom Tag auf diesen Tag heute fällt. Es würde gut passen aus Numeri 12 zu diesem Priester, der in diese vollkommene verwahrloste Gemeinde irgendwo am Rand geschickt wird, der in den ersten Jahren nur der reinen Verkommenheit begegnet. Wie das eben auch hier Numeri erzählt. Die Verkommenheit geht bis in die eigene Familie. Es sind Miriam und Aaron, die sich das Maul zerreißen über das Murren, über die Unzufriedenheit, über das, was geistlich geschieht, wenn man eben nicht geistig unterwegs ist, sondern sich der Triebhaftigkeit von innen überlässt. Das ist die nächste Frucht. Das ist nicht nur wie gestern der Küchenzettel, dieses Zusammenträumen von Mahlzeiten, obwohl man genug zu essen hat. Es ist doch das, Eifersucht, Neid, der an einem nagt wie der Rost. Man wird das gar nicht los. Es gibt kaum eine Reinigung für ein solches Verhalten. Und die beiden lernen hier, die Konsequenzen zu tragen. Gott selber macht deutlich, welchen Unterschied er setzt, wenn er auswählt. Es ist nicht unsere Entscheidung, es ist auch nicht die Entscheidung des Mose, sich besser fühlen zu können als andere. Es ist die Wahl Gottes, wen er zu seinem Instrument, wen er zu seinem Mund macht. Und Mose wusste offenbar damit umzugehen, bei aller Verzagtheit, die ihn ab und zu überfiel. Mose war ein sehr demütiger Mann, demütiger als alle Menschen auf der Erde. Das allein scheint die rechte Weise zu sein, mit einer solchen Berufung und Auswahl Gottes umzugehen. Wir können das bei diesem einfachen Landkuraten aus Ars auch beobachten, bei seinem ganzen Kampf gegen einen unglaublichen Berg von menschlichem Mist, dem er ausgesetzt war. In einer Zeit nach der Revolution, nachdem die Kirche in Frankreich, der ältesten Tochter der Kirche, in einer Weise verkommen war, als Nationalkirche sich darauf auch noch etwas eingebildet hat, dass es nichts mehr bedeutete, getauft zu sein, Christ zu sein. Ja, natürlich, das gehörte dazu, aber es heißt nichts. Es ist ähnlich wie heute, da wir vom Aussatz aller Zeitübel befallen sind und es noch nicht einmal merken. Was aber den Auserwählten Gottes auszeichnet, das ist, dass er seine ganze Energie einsetzt zur Heilung. Wer hier am Ende um Heilung bittet, wer vor Gott eintritt, selbst für die, die ihm schaden wollten, die sich über ihn das Maul zerrissen haben, ist Mose, niemand anders. Ach, heile sie doch. Das ist ein wahrhafter Ruf eines Auserwählten. Es muss der Ruf eines jeden Priesters sein, für die, die ihm anvertraut sind. Es muss manchmal der Ruf sein, dass einem selber geholfen wird. Ach, heile sie doch. Aber dieses Gebet ist immer auch Ausweis einer Demut und der Würde der Berufung.